Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was gucken wir uns heute an? Wir gucken uns heute den The Boss to Go von Sarge an. Gleiche gibt es von Breville oder von Gastrobag. Müsst ihr einfach gucken, wo ihr das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Unter der Haube ist das Gleiche drin. Ich hatte vorher einen normalen Smoothie-Maker von AEG, so einen kleinen, und habe jetzt mal ja, auf den Sarge abgegradet und ich muss sagen, es liegen Welten dazwischen. Schon allein von der Verarbeitung und von Power her. Ich habe das die Plus-Version gekauft, weil dann habt ihr den großen 700 Liter, Milliliter Mug, ihr habt zwei 500 Milliliter Mugs und ihr habt diesen Grinder-Aufsatz aus Metall dabei. Ihr habt 3 Lids dabei. Und seid so flexibler und der Preisunterschied ist nicht so groß. Und manchmal kriegt ihr sogar dieses Set zum gleichen Preis wie das normale Set, wo nur diese zwei bei wären. Und allein, wenn ihr den hier nachkauft, der kostet schon allein, wenn er im Angebot ist, 35 Euro. Mit den großen Mug gibt es so viel, ich weiß überhaupt nicht, einzeln zu kaufen. Das Ganze ist, die Mugs an sich sind aus sehr robustem Tritan, BPA-frei. Das Schöne ist, ihr könnt direkt aus dem Mug trinken, weil das Gewinde liegt innen. Ihr habt also außen einen ganz glatten Trinkrand, der auch noch ein bisschen abgerundet ist hier, wenn ihr das seht. Also ihr müsst nichts umfüllen. Ihr könnt direkt aus den Mugs trinken, ihr müsst nichts umfüllen. Oder ihr macht halt quasi mit diesem Schnellverschluss den Deckel drauf und könnt das Ganze mitnehmen, an den Rucksack hängen oder halt direkt euren Shake hier draus trinken. Das Material ist sehr dick, das heißt, es hält auch länger kalt und die Kälte, wenn ihr was Kaltes drin habt, überträgt sich auch nicht so schnell nach außen. Natürlich wird er auch kalt, aber nicht so schnell wie zum Beispiel von meinem AEG Smoothie Maker. Da habt ihr das direkt gefühlt. Was mir noch gut gefällt, ist das Unterteil, also quasi hier, wo ihr das Kinetics-Mahlwerk drin habt. Und ich weiß nicht, ob ihr seht, dass es hier unten ist nicht gerade, sondern so ein bisschen gewölbt. Und das bewirkt, dass die Sachen auch wieder gleichmäßig hochgeschleudert werden. Also in meinem alten war es flach und dann ja, wurde es nicht hochgeschleudert. Ihr habt hier keine Dichtung, die sich zusetzen kann. Ihr könnt das schön einfach reinigen. Wenn ihr den Becher zusammenbaut, dann dreht ihr quasi das Gewinde so zusammen und dann kommt es hier oben auf die Base. Ich hole das gleich weiter nach vorne, dann könnt ihr es besser sehen. Und dann könnt ihr das Ganze hier drin mixen. Was auch klasse ist, sowohl, ich sag mal hier, der Papa und die Mama hier sind aus Metall. Also das ist deutlich langlebiger als bei meinem AEG. Natürlich ist er auch deutlich teurer als der AEG, aber es ist schon eine gute Qualität hier, dass diese Sachen aus Metall sind und sich nicht abnutzen. Die Base ist echt schwer. 880 Watt Leistung hat das Ganze. Also da kriegt ihr auch schon wirklich grüne Sachen, sei es jetzt Grünkohl oder sowas, kriegt ihr da auch gut mit gemixt. Und was mir auch gut gefällt, sollte mal irgendwas austreten, habt ihr hier keine Ecken oder Kanten drin, wo es sich großartig festsetzen kann und es kann hier nach außen ablaufen. Ihr habt keinen Ablauf, wie viele Smoothie Maker haben, nach innen und es läuft euch dann irgendwann da unten drunter raus, sondern hier kann das Ganze gut ablaufen. Ihr habt ein Kabelmanagement hier unten, das heißt, das Kabel kann aufgewickelt werden für die Länge, wie ihr sie braucht. Und ihr habt ein dickes, robustes Kabel dran. Also es ist nicht so ein dünnes Käbelchen dran, wie oft an vielen Smoothie-Makern ist oder an vielen Mixern ist, was sich auch dann schnell erhitzt und das Ding schaltet ab. Es ist also schon ein robustes, hochwertiges Kabel dran, um das Ganze hier gut zu mixen.
Ich habe zwei Sachen, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen. Und zwar ist das erstens, ihr habt keinen Schalter. Also mir wäre lieber, ich hätte einen Schalter. Hier geht es, ihr setzt den drauf und ihr dreht. Wenn ihr ihn ganz dreht, dann ist er arretiert und er schlägt das Ganze auf, richtig cremig, und er kriegt auch wirklich super viel, die Sachen klein. Oder aber ihr macht immer und habt dann eine Art Palz. Ich muss sagen, die Smoothies aus dem Smoothie Maker sind deutlich cremiger geworden. Ich mache immer so einen mit Früchten, griechischem Joghurt. Ihr seht, es sind Haferflocken drin. Es sind hier Chia, Leinsamen und Kokos ist mit drin. Das Ganze wird mit Milch aufgefüllt. Und dann ist es richtig cremig. Natürlich habt ihr noch kleine, minimalste, wirklich minimalste Stückchen, kann man da gar nicht zu sagen. Wenn ihr nur Früchte macht und Joghurt und Milch oder was auch immer, habt ihr überhaupt keine Stückchen drin. Aber das ist so cremig und so mit Luft aufgeschäumt, ist richtig lecker. Was mir auch nicht so gut gefällt, ihr seht vielleicht, dass bis maximal hier könnt ihr auffüllen und das ist nur aufgedruckt. Und es gibt keine Skala hier dran. Ich hätte schöner gefunden, wenn das in den Cup mit reingearbeitet wäre, weil ich weiß jetzt nicht, ob das über lange Zeit so hält, dass das drauf bleibt. Und ich hätte auch lieber hier so eine Skala drauf gehabt, damit man besser die Sachen einfüllen kann. Aber gut, das ist vielleicht hier persönliches Mimimi. In der Regel füllt man ja eh nach Bedarf ein. Wir machen jetzt mal einen Smoothie, damit ihr auch mal hört, wie laut er ist. Er ist laut, ja, wie jeder Smoothie Maker. Ihr dürft natürlich keine heißen Sachen einfüllen. Ihr sollt keinen Spülschaum einfüllen oder sowas. Wo habe ich denn jetzt meine Base? Hier. Und das soll man alles nicht machen. Das Reinigen geht sehr einfach. Ihr lasst halt einfach, ihr könnt es mit klarem Wasser, also mit Wasser mit ein bisschen Spülmittel reinigen oder halt. Ihr könntet es auch in die Spülmaschine tun, was ich persönlich nicht so gerne mache, weil einfach dann vermutlich die Sachen irgendwann blind werden. So, ich mache es jetzt mal an, mal gucken, ob ihr mich noch versteht. Ihr seht, wie schnell das Ganze durchgemischt ist. Und wenn ihr halt Palz macht, dann. So, fertig. Das Ganze am besten danach mal ein bisschen stehen lassen, damit das hier runterläuft vom Deckel. Und ich fülle es jetzt mal in ein anderes Glas, damit ihr die Textur seht. Ihr könnt jetzt natürlich noch mit ein bisschen Milch auffüllen. Aber ihr könnt es halt auch wirklich direkt aus dem Becher trinken und es ist kein unangenehmes Trinkgefühl. So, ihr könntet das natürlich mit Milch weiter auffüllen oder mit Wasser, aber ich mag es halt so, ist halt mein Frühstück und es ist wirklich lecker, es ist sehr fluffig, auch wenn man es stehen lässt, es separiert sich kaum. Ja, das ist eigentlich mein Überblick über den The Boss to Go, also ich finde ein blöder Name. Man kann übrigens auch ein Rezeptheft runterladen, ich packe euch den Link unten rein, was ihr alles für Smoothies machen könnt, aber im Endeffekt ist da eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt natürlich dann Nüsse mitschreddern, ihr könnt auch Eis mitschreddern und so weiter. Und die harten Sachen wie Nüsse oder so, oder wenn ihr Nussmehl machen, Nussmus machen möchtet, würde ich hier in diesem Grinder-Aufsatz machen, weil der ist halt ein bisschen unempfindlicher. Aber ja, habt ihr auch hier innen drin einen, könnt ihr es sehen, ein Maximal da. Maß und da solltet ihr immer drin bleiben, damit ihr irgendwie ein Überlaufen oder sowas vermeidet. Ja, das war mein Überblick zum Sarge the Boss to Go. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie drunter und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.